Es ist ein gutes Zeichen, dass Präsident Putin morgen nach Deutschland kommt und mit der Bundeskanzlerin spricht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir alles daran setzen sollten, in Gesprächen zu Lösungen für Aleppo zu kommen. Sanktionen sind das eine, Sanktionen wirken aber erst über längere Zeit hinweg und wir brauchen jetzt schnelle Entscheidungen, vor allem für die Menschen vor Ort. Es ist unfassbar, was in Aleppo passiert und ich kann nur sagen, das, was man hört von Aleppo, dass Krankenhäuser gesprengt werden, dass Krankenhäuser unter der Erde zerstört werden. Das sind Kriegsverbrechen und die müssen eines Tages auch aufgeklärt werden, wer dafür die Verantwortung trägt. Was in Syrien sich abspielt, ist eine große menschliche und eine große politische Tragödie. Wir werden in dieser Woche auch eine Aktuelle Stunde zu diesen Themen haben und da lenkt sich der Blick auch automatisch auf den Irak, wo wir jetzt sehen, dass die von ISIS besetzte Großstadt Mosul befreit werden soll. Das ist ein gutes Zeichen. Die ersten Erfolge der heranrückenden Truppen sind auch klar. Aber auch dort sieht man wieder, dass es nicht nur ausreicht, mit Waffengewalt eine Stadt zu befreien, sondern es muss danach eine klare politische Lösung geben. Und dort gibt es in Mosul nach wie vor auch Probleme und Schwierigkeiten, dass die Menschen vor der Armee genauso viel Angst haben wie vor den IS-Leuten. Und deswegen muss man sich auch darum kümmern, was man im Irak tun kann und tun muss, um dort zu guten politischen Entscheidungen zu kommen. Wir haben in dieser Woche im Deutschen Bundestag in zweiter und dritter Lesung das Gesetz über die Kontrolle der Geheimdienste, auch über die Nachrichtendienste BND, Auslandszusammenarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und daraus resultiert dann ja auch, dass wir eine neue Struktur haben des Parlamentarischen Kontrollgremiums mit einem Beauftragten, der dann auch die Kontrolle für im Auftrag des Parlaments machen soll. Wir kommen da zu ganz entscheidenden Veränderungen. In diesem Zusammenhang ist aber auch wichtig, dass wir zu Veränderungen kommen, die die Arbeit unserer Nachrichtendienste unterstützen und nicht behindern. Wir haben gerade in diesen Tagen gesehen, wie wichtig es ist, dass wir funktionierende Nachrichtendienste haben und dass sie mit anderen Diensten zusammenarbeiten können. Ich kann mich manchmal nur wundern, mit welcher politischen Naivität in unserem Land über die Zusammenarbeit mit den Amerikanern gesprochen wird. Ohne die Amerikaner wären Aufklärungserfolge gerade beim Terrorismus durch islamistische Terrormenschen gar nicht möglich gewesen. Und deswegen kann ich nur sagen, niemand darf glauben, dass eine andere Großmacht der Welt uns hilft, sondern es sind die Amerikaner. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir auch Möglichkeiten geschaffen haben, dass die Nachrichtendienste enger zusammenarbeiten. Uns ist durch diese Informationen vieles erspart geblieben, was in Frankreich beispielsweise zu furchtbaren Ereignissen geführt hat. Also eine Woche, die vor allem geprägt ist von der Außenpolitik und den Brandherden in dieser Welt. Selbstverständlich werden wir in der Bundestagsfraktion auch über die letzte Woche sprechen, wo wir die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen haben regeln können. Und dazu kann ich nur sagen, das ist ein Ergebnis, das ausgewogen ist. Der Bund muss etwas mehr ausgeben. Es bleibt trotzdem dabei, dass die Länder im Länderfinanzausgleich sich gegenseitig unterstützen. Aber der Bund hat eine Reihe von wichtigen Kompetenzen erhalten. Ich erinnere beispielsweise nur daran, dass der Bund jetzt kontrollieren kann mit dem
Bundesrechnungshof, wenn Finanzmittel an die Länder gegeben werden, ob sie richtig eingesetzt werden. Es gibt nämlich bedauerlicherweise Hinweise, ganz klar, dass in einigen Fällen das Geld nicht dafür verwendet worden ist, wofür es vorgesehen wird. Ich sage nur das Beispiel, wir haben das gesamte BAföG-Kosten auf den Bund übernommen und dann vereinbart mit den Ländern, dass das Geld in die Hochschulen geht. Und das ist nicht in allen Fällen geschehen. Und das können wir nicht so einfach machen. Und wenn wir jetzt sagen, wir unterstützen auch in finanziell schwierigen Kommunen, beispielsweise Investitionsmaßnahmen, dann muss auch klar sein, dass wir hinschauen können, wo dieses Geld auch tatsächlich eingesetzt wird.